Komm schon, Lucy, warum hast du das Treffen arrangiert? Wir übernehmen uns sowieso schon. Na schön. Morgen um 7 im Konferenzraum. Hallöchen. Hey, Baby. Wieso bist du noch auf? Ich konnte nicht schlafen. Mir war so heiß. Schon besser. Na, du siehst aber auch aus, als wäre dir zu warm. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wenn das wahr wäre, würde dir bereits die Hose auf den Knöcheln hängen. Ja, Gabby, was machst du da? Ich lass den geilen Jungen in dir frei. Oh. Jetzt mach schon. Zwei Möpse, keine Wartezeit. Verdammt, Gabby, ich dachte, wir warten bis zum Wochenende. Ich bin erledigt. Nicht mein Problem. Oh, doch, ist es. Weißt du, wenn der große Carlos geschafft ist, dann ist mit dem kleinen Carlos auch nicht viel anzufangen. Jetzt hört mal zu, ihr beiden. Ich habe mir nicht umsonst 8 Stunden die Momo gewachst. Also, du machst jetzt mit. Schon viel besser. Tja, jetzt bin ich wach. Sag mal, wie wär's, wenn wir die Sache etwas schärfer machen? Ich hatte schon vergessen, dass die im Nachttisch sind. Das wird ein Spaß. So, wie ist das? Eng, genau so mag ich es. Ich auch. Gute Nacht. Carlos, wo willst du hin? Ich gehe ein paar Stunden schlafen, bevor ich wieder arbeiten muss.